Tänzer versus Steher. Mir fehlt in dem Fall eine dritte Möglichkeit, weil meine Favorites sind die Sitzer. Ich mag am allerliebsten die Sitzer und im Sitzen mit Wipper. Die Steher, die verwirren mich immer so, weil sie so wackeln beim Stehen meistens. Und die Tänzer, ja, ich meine, die Tänzer sind eh lustig, aber die kommen mir immer enttäuscht vor, aber dann langsam und ruhigen Song. Also ich würde da noch ein drittes hinzufügen, wenn ich darf, und das wäre Sitzer bis Mitwipper. Und du? Ich bin der Steher. Ich stehe immer. Ja, muss ich nicht dazu sagen. Gustav, Clara Lucia. Ich bin für Gustav. Also ich mag sie beide sehr. Ich mag Gustav und Clara Lucia sehr, sehr gern. Gustav ist für mich ein bisschen für meinen Geschmack einfach ein bisschen authentischer und nimmt mich mehr mit. Und ich mag ihre Texte lieber, das kommt nur dazu. Kennst du die überhaupt? Ich kenne Gustav. Gustav ist ein alter Schulfreund, der heißt eigentlich Günther, ich nenne ihn Gustav. Und Clara Lucia, magst du schon, ist traust die Rücksagen. Nein, ist schön, aber, Clara Lucia ist schön, aber stimmungsabhängig. Meinst du, sie ist schön oder ihre Musik? Die Musik ist schön, von Clara Lucia, aber stimmungsabhängig. Beatles und Rolling Stones, also da brauche ich überhaupt nicht nachdenken. Hast du mal zuerst antworten, die Antwort? Ich fange mal an. Okay. Ich bin weder Beatles noch Rolling Stones. Also gar nichts von beiden. Machst du eine dritte Möglichkeit hinzu? Dritte Möglichkeit. Sid Barrett, wenn das irgendwie stimmt. Aber das wäre meine dritte Möglichkeit. Sid Barrett, Mann. Ja, Sid Barrett sage ich. So? Nein, ich sage Sid Barrett. Sid Barrett. Ja, also für mich absolut Beatles. Ich liebe die Beatles. Und ich habe so Beatles-Album daheim. Und das ist eine meiner schönsten und liebsten Freizeitbeschäftigungen, Beatles-Songs zu spielen auf My Art. Vor allem, weil ich viele nicht kennen und gerade die im Original nicht kennen, irrsinnig mag zu interpretieren und eben ich stehe auf die Texte und ich stehe auf deren Harmonien und Beatles. Mal das zu viel. Jazz versus Pop. Da hat's mich. Von Klug genau. Ja, kann man finde ich nicht vergleichen. Mag ich ja gar nicht vergleichen. Ich habe Phasen, wo ich lieber Jazz höre und Phasen, wo ich Lust auf Poppiges habe. Und ich würde keins von beiden jemals irgendwie verurteilen für das, was es ist. Auch Pop ist okay. Lass Pop leben. Vinyl versus MP3. Ich muss gestehen, dass ich leider ein MP3-Junkie bin, weil ich keinen Plattenspieler habe. Und wenn ich einen Plattenspieler hätte, würde ich hauptsächlich Bebop und Jazz hören, weil da das Rauschen super ist. Aber wir haben leider fürs Gehörtraining ist MP3 besser wie Vinyl, Jazz, ja. Ja, also ich finde, es sind wieder ganz, ganz unterschiedliche Dinge und sollten genauso wie bei Jazz und Pop beide ihre Berechtigung haben. Vinyl, super Sache. Ich liebe es, eine Platte aufzulegen. Ich liebe dieses Knacksen und Rauschen von irgendwelchen Staubfäden, die bei mir immer in Massen auf der Platte mitschwingen. Und das gehört dazu. Und ich mag ja gern, dass das Platten so eine beschränkte Liedzahl und Laufzeit haben und das ist einfach ein viel bewussteres Hören. MP3 ist natürlich super praktisch für Mitnehmen. Also eben möchte weder ohne Vinyl noch ohne MP3. Also es ist beides ganz, ganz wichtig. Die Nadel muss sauber sein.
Die Nadel? Na, der Staub gehört für mich dazu. Also bei Vinyl, Vinyl, gehört genau das dazu. Ich tue absichtlich ganz lang den Staub nicht weg, weil ich dieses Kratsch, Kratsch total mag. Das gehört dazu. Steht zu meinem Staub. Ja. Ja. Dankeschön. Dienstas.blog.com Dienstasaustria.blogspot.com Dienstasaustria Dienstasaustria.blogspot.com Dienstas Google Dienstas.